genau, dass ich sie hier hingelegt habe. Diese Unordnung macht mich wahnsinnig. Es ist ja unglaublich. Die haben in Mali eine Erhebung angestellt. Wie bitte? Ja, man hat herausgefunden, dass 50... Sag mal, kriegst du eigentlich noch mit, was um dich herum passiert? Ich suche wichtige Papiere und du erzählst mir irgendetwas von Mali-Erhebungen. Mali, nicht Bali. Übrigens liegen beide nicht in der Südsee. Und was die Papiere angeht, die liegen in deiner Tasche. Die hast du gestern Abend extra eingeräumt, damit du sie heute nicht vergisst. Jetzt lässt du mich alles absuchen. Ist das wieder eines deiner Finde-die-Ruhe-Spielchen? Bringst du mir die bitte zur Post, das schaffe ich nicht mehr. Sicher, leg ihn einfach auf den Tisch. Sie. Leg sie auf den Tisch. Sag mal, was ist eigentlich los? Wenn ich Glück habe, kann ich heute endlich diese scheiß Hartmann-Villa verkaufen, auf der ich seit 2 Jahren sitze. Das ist los. Wieso denn Scheiß? Ich dachte, du hättest es am liebsten gehabt, wenn wir dort selbst eingezogen wären. Sei doch nicht albern. Ist schon gut. Hast du den Wetterbericht gehört? Hoffentlich hast du den Leuten nicht versprochen, dass über der Hartmann-Villa immer die Sonne scheint. Nein, aber ich habe der Bank versprochen, dass wieder mal was auf das Konto eingeht. Ja, und jetzt drohst du mir wieder mit deinem Herz. Mein Herz ist in Ordnung. Helgi, kannst du nicht wenigstens morgens mal dieses Ding für 2 Minuten auslassen? Guten Morgen, Mama. Morgen, mein Schatz. Gut geschlafen? Ja, ja. Die Hartmann-Villa. Ich geh laufen und nehme... Nimm die Schlüssel nicht mit. Keine Angst. Okay. Ich bin ja da. Kurzer Lauf. Ja, Akkus sind leer. Komm rein. Er ist der friedlichste Mensch auf der ganzen Welt. Er hat doch niemandem was getan. Machen Sie sich bitte keine Vorwürfe. Ich habe doch noch nicht mal um Hilfe gerufen. Das war auch ganz richtig so. Wer weiß, ob der Entführer sonst die Nerven verloren hätte. So wie Sie das Verhalten des Mannes beschreiben, hat er nicht gewusst, dass Sie durch den Garten zurück sind. Er dachte, Ihr Vater ist allein. Sie meinen, er hat das Haus beobachtet? Entschuldigung. Hallo. Ich gehe schon. Haben Sie Ihre Mutter schon erreicht? Ich hab's versucht, aber da ist die ganze Zeit besetzt. Die ist bestimmt noch in der Hartmann-Villa. Was soll ich denn jetzt tun? Machen Sie sich keine Sorgen.
Es wird jemand bei Ihnen sein. Hajo, die Technik bräuchte Peggy mal wegen der Telefonanschlüsse. Ja, kommen Sie. Was soll ich denn sagen, wenn jemand anruft? Der Kollege Grimm wird bei Ihnen sein. Kommen Sie. Jan, du kommst mit mir. Sag mal, Hajo, kann ich nicht lieber die Mutter suchen und Ida bleibt hier? Warum? Deswegen. Die Katze. Wegen der Katze? Seit wann hast du schon Angst vor Katzen? Ich hab eine Katzenallergie, du Vogel. Jan! Sind Sie? Was wollen Sie von mir? Sag mal, stimmt was nicht? Nee, wieso? Du hast kein Wort geredet, seitdem wir losgefahren sind. Ich weiß nicht, der Name, irgendwie... Schweizer. Es gab einen Politiker, das ist ungefähr so 10 Jahre her. Der war mal in Giftmüllskandal verwickelt. Und ich glaube, der hieß Hans Schweizer. Also weißt du, dein Gedächtnis in allen Ehren, aber 10 Jahren, das ist eine lange Zeit. Nach allem, was die Tochter über ihren Vater erzählt hat, klingt er nicht nach jemandem, der Giftmüll verbotet, oder? Ich weiß, aber... Entschuldige, Augenblick. Ja, Maybach? Oh, hallo. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, natürlich, das weißt du doch. Ja, genau. Nein, wie kommst du denn darauf? Das ist doch Blödsinn. Sag mal eh den schönen Gruß, wenn der. Und Hupe, wenn er fertig ist. Why can't this crazy love be Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Naja, ich dachte, du kommst kurz vorbei und legst mir deine Handschellen an. Das wird halt wohl nichts mehr. Böse Buben? Ja. Entführung vermutlich. Mhm. Wer denn? Ach, komm, Lene, du weißt ganz genau, dass ich darüber nicht reden darf. Du bist ja wie Papa. Ich rufe dich doch nicht als Reporterin an, sondern als deine Frau. Soll das ein Antrag sein? Blöd, Mann. Also gut, es geht um einen gewissen Hans Schweizer, war wohl mal Politiker, glaubt Hajo zumindest. Der Müllskandal Schweizer. Hör mal, wir wissen das noch nicht so genau und ich möchte dich wirklich bitten, das vertraulich zu behandeln. Ist das klar? Hey, du wirst es schon nicht in der Zeitung lesen, okay? Ja. Danke, tschüss. Tschüss, mach's gut. Bin soweit. Stellen Sie sich mal bitte hier hin. Okay, der Kerl hat Ihren Vater wahrscheinlich so gepackt. Und der wollte dann wieder zurück zur Tür. Kann ich Sie noch was fragen? Müssen wir uns siezen? Nee, müssen wir nicht. Schau nicht hin, ich glaube, wir werden beobachtet. Bleib einfach hier in der Tür stehen und tu es, als ob du mit mir redest. Sag irgendwelche Zahlen, irgendwas. Mach kleine Pausen. Mhm. Polizei, keine Bewegung. Hey, was soll denn das? Ganz ruhig. Was willst du von mir? Hey, pst. Hallo?
dass Sie noch gekommen sind. Das tut mir leid. Ach, das muss Ihnen nicht leid tun. Sie haben Glück. Ich bin ja noch da. Also, weil... Frau Schweizer, mein Name ist Zimmermann. Ich bin von der Kriminalpolizei. Es geht um Ihren Mann. Er wurde wahrscheinlich entführt. Hans? Und Peggy? Der geht es gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Mein Kollege ist bei ihr. Er ist es. Was du dir alles merkst, kannst aber richtig Angst machen. Das sagt Leni auch immer. Jedenfalls hat Peggy Schweizer ein ziemlich verklärtes Bild von ihrem Vater. Naja, die meisten Töchter haben ein ziemlich verklärtes Bild von ihren Vätern. Dafür haben die Väter ein ziemlich klares Bild von ihren potenziellen Schwiegersöhnen. Lass mal hören. Es ging um Falschdeklarierung von Sondermüll. Vergrabene Giftmüllfässer, verseuchtes Grundwasser, war eine ziemliche Sauerei damals. Und der Hauptangeklagte war Pitt Ganselmann. Kam kurz nach der Wende aus dem Westen und war dann im Management der Müllentsorgung. Ja, und Schweizer? Das war der Politiker, der den Skandal aufgedeckt hat. Ja, wieso aufgedeckt? Ich dachte, der hing mit drin in dem Skandal. Ja, schon. Am Anfang haben sie auch zusammengearbeitet. Aber dann hat er einen Tipp bekommen, dass die Presse an der Sache dran ist. Seine Anwälte haben ihm natürlich geraten, den Skandalmeldungen zuvorzukommen. Wann war das genau? Ja, so ungefähr vor 9 Jahren. Der ganze Mann ist seit 2 Monaten raus. Haben wir die Adresse? Ach, und du findest dein Verhalten also nicht merkwürdig, willst du mir sagen? Ja, was würden Sie denn tun, wenn Sie Ihre Freundin sehen mit so einem... Hey, Moment mal! Tut mir leid. Peggy! Mama! Sie haben Papa entführt! Es wird ihm nichts passieren. Das ist mein Kollege Grimm. Guten Tag. Guten Tag. Tag, Frau Schweizer. Hallo, Sven. Neun Jahre. Da haben Sie eine Menge Zeit. Also wir wissen das... Sie wissen gar nichts. Man hat mir meinen Mann weggenommen und meinem Kind den Vater. Frau Ganselmann, Ihr Mann ist für ein Verbrechen bestraft worden, das er begangen hat. Ja, das wurde Schweizer auch. Nur, dass der seine Strafe aus der Portokasse bezahlen konnte. Frau Ganselmann, das Gericht hat einen Sündenbock gebraucht. Herr Schweizer wurde heute Morgen entführt. Und jetzt glauben Sie, dass er bei uns im Keller sitzt. Aber das ist ja auch klar. Wer sonst hätte einen Grund, den Mann zu entführen, der der Welt so viel Gutes getan hat? Bert. Jemanden, der in sämtlichen Hilfsorganisationen der Welt Ehrenmitglied ist. Wer tut sowas? Außer meinem Vater natürlich. Bert, bitte. Sie scheinen den Schweizer gut zu kennen. Und das wundert Sie? Bert, lass uns bitte allein. Wieso? Das hier ist doch spannender als jede Vorlesung. Angewandtes Strafrecht sozusagen. Bert, bitte. Wer auch immer Schweizer entführt hat. Ich hoffe, er lässt ihn verrecken. Herr Ganselmann. Wo waren Sie heute Morgen gegen 9:30? Wie bitte? Das ist nicht Ihr Ernst. Viertes Semester Jura. Professor Klemper. Strafrechtstheorie. Raum 319. Reicht das? Sie sollten sich schämen. Wir haben ein Verbrechen aufzuklären. Wollen Sie wissen, was sich auf Bert reimt? Dein Vater haben sie weggesperrt. War eine schöne Kindheit für den Jungen. Das stimmt. Oh.
Kans Vater nicht besonders leiden. Das ist auch seine Schuld, aber das hat nichts mit dir zu tun, dass er immer so ungerecht zu dir ist. Was tut er hier? Soweit ich verstanden habe, ist er der Freund ihrer Tochter. Sicher? Aber ich darf doch noch mal fragen, wieso er das ist. Peggy geht jeden Morgen laufen, immer die gleiche Strecke. Eines Morgens stößt er mit ihr zusammen, fällt um, verletzt sich am Knie. Und? Was wollen Sie uns damit sagen? Dann hat sie ihn mit nach Hause gebracht und hier verarztet. Soll das heißen, Sie glauben, dass Sven etwas mit dieser Sache hier zu tun haben könnte? Du bist jetzt bei mir. Wenn Vater das wüsste, dann würde er seine Meinung über dich ändern. Und was du irgendwann mal über ihn gedacht hast, ist nicht wichtig. Wieso bist du dir da so sicher? Weil ich dich liebe. Gehst du? Nur auf Klo. Ich fühle mich nicht so gut. Wir brauchen höchstens 70 Sekunden. Sie schaffen es. Und verlangen Sie auf jeden Fall Ihren Mann an den Apparat, ja? Bereit? Hallo? Frau Schweizer. Wer ist da? Ich habe Ihren Mann. Die Polizei, was ist der Tod? Kann ich mit meinem Mann sprechen? Haben Sie verstanden, was ich gesagt habe? Keine Polizei. Wenn wir herausfinden, dass Sie die Polizei entscheiden, ist Ihr Mann tot. Ich habe verstanden. Keine Polizei. Warten Sie von mir. Hier sitzen drei Polizisten. Und der Mann sagt keine Polizei oder Ihr Mann ist tot. Frau Schweizer, haben Sie die Stimme erkannt? Was? Schon gut. Das macht nichts. Ich möchte gern mit Peggy allein sein. Mama. Ist schon okay, ich muss sowieso zur Arbeit. Ich rufe dich später an. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Schweizer. Katze, was? Ich hasse Katzen. Das Bescheuerte bei den Viechern ist, denen ist scheißegal, ob er sie mag oder nicht. Das ist ein bisschen wie bei mir und den Schweizers. Wo die Liebe hinfällt, ja? Ist zwar gegen Asthma, hilft aber auch dagegen. Soll ich damit die Katze einsprühen oder was? Danke, komm, ich krieg das schon hin. In seinem Blut waren Spuren von Digitalis. Das heißt, er nimmt ein Herzmittel. Herzmittel? Vermutlich braucht er das Mittel mehrmals täglich. Und ohne wird er bald in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Danke. Also, warte mal. Sag mal, hat Frau Schweizer irgendwas von dem Herzmittel erzählt? Okay, danke. Die Entführer haben sich gemeldet. Bisher nur die üblichen Drohungen. Leider war der Anruf zu kurz, um ihn zurückzuverfolgen. Eine Kopie von der Aufnahme ist unterwegs zum BKA. Was mit Frau Schweizer? Die ist inzwischen da. Und die hat nichts über Medikamente erzählt? Das ist doch merkwürdig, oder? Ich werde nochmal mit dir reden. Dann prüfe ich das Alibi von Gansemann Jünger. Glauben Sie, ich habe es absichtlich nicht gesagt. Mein Mann ist entführt worden. Da denke ich doch nicht an diese scheiß Tabletten. Wie oft muss er dieses Medikament nehmen? Nach 12 Stunden bekommt er Probleme. Gesundheit. Tut mir leid, ist wegen der Katze. Was ist es? Die Taschentücher. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Man kann sie gar nicht sehen. Was? Der Entführer hat genau hier gestanden, als du die Treppe runtergekommen bist, richtig? Was hat er dann gemacht? Ja, hat das Messer an Vaters Hals gehalten und mich dann in den Keller geschickt. Muss das sein? Hajo, komm mal bitte her. Schau dir das mal aus dieser Perspektive an. Ah, ich verstehe, was du meinst. Der Entführer konnte die Tür gar nicht sehen.
Was heißt das? Die Taschentücher. Sie haben mir die Taschentücher gegeben, ohne hinzusehen, weil sie wussten, dass sie dort sind. Und genauso wusste der Entführer, dass da eine Tür ist. Das heißt, der Entführer war schon mal hier. Macht es Ihnen Spaß, zuzuschauen, wie ich verrecke? Wo seid ihr? Bert. Wie? Der Bert Ganselmann war hier? Peggy, lass uns allein. Nicht nötig. Bitte. Ich verstehe schon, aber du kannst dir die Mühe sparen. Ich weiß, was damals war. Was weißt du? Papa hat mir erzählt, was damals passiert ist. Bert, hör zu. Ich habe dir das doch schon erklärt. Dein Vater und ich, wir haben damals beide einen Fehler gemacht. Ich weiß, dass du es ungerecht findest, dass er die ganzen Jahre im Gefängnis abgesessen hat und nicht ich. Man wird immer fragen, in welcher Währung eine Schuld bezahlt wird. Ich habe das sehr wohl erkannt, dass ich mehr zahlen muss, als das Gericht von mir verlangte. Deshalb bin ich auch nicht mehr der, der ich früher war. Das musst du mir glauben. Auf einmal wusste, dass das Ganze ein Irrsinn war. Ich habe ihn angefleht. Er soll das Ganze rückgängig machen. Ich musste gegen ihn aussagen, damit der Schaden wenigstens irgendwie eingegrenzt war. Hans hat Pitt Ganselmann jeden Monat einen Brief ins Gefängnis geschickt. Sie kamen alle ungeöffnet zurück. Als Ganselmann dann entlassen wurde, hat mein Mann sich im Kopf gesetzt, dem Jungen zu erklären, was damals wirklich passiert ist. Haben Sie eigentlich geglaubt, dass Ihr Mann damals unschuldig war? Was Papa in den letzten Jahren getan hat, hat nichts mit schlechtem Gewissen zu tun. Er glaubt an das, was er tut. Und Ihre Mutter? Die wollte immer reich sein und selbstständig. Und Papa hat ihr das am Anfang auch alles geboten. Die beiden waren auf Empfängen und hatten Gäste und das ganze Theater. Im Vergleich dazu ist armen Leuten zu helfen natürlich nicht so prickelnd. Hans hat einen Fehler gemacht und er hat dafür bezahlt, aber das ist ihm nicht genug. Inwiefern? Ja, Dritte Welt. Rotes Kreuz. Politische Häftlinge. Umweltprojekte. Er hat 500 Ordner voll mit Projekten, für die er sich engagiert. 500 Ordner voll mit schlechtem Gewissen. Und die Treffen mit Bert Ganselmann nennen Sie meinetwegen Projekt 501. Lassen Sie nur, ich gehe schon. Das ist bestimmt mein Kollege. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe das Alibi von Bert Ganselmann überprüft. Und? Die Vorlesung ist ausgefallen. Der war nicht in der Uni. Ganselmann! Wir sind diesmal nicht wegen Ihres Vaters hier. Wir haben Ihr Alibi überprüft. Sie waren halt morgen nicht in der Vorlesung. Ach. Und wie haben Sie das gemacht? DNA-Proben von allen Stühlen im Seminarraum genommen? Das war nicht nötig. Die Vorlesung ist ausgefallen. Stimmt. Ich erinnere mich. Dann erinnern Sie sich ja bestimmt auch, wo Sie heute Morgen waren. Ich glaube nicht. Also wir können Sie auch mit aufs Revier nehmen. Ohne Haftbefehl werden Sie mich nirgends mit hinnehmen. Sie können das gerne in Paragraph 112 der Strafprozessordnung nachlesen. Es sei denn, es ist Gefahr im Verzug. Das ist übrigens in Paragraph 127 Absatz 2 der Strafprozessordnung geregelt. Sollten Sie mal nachlesen. Ich lasse jetzt mal die Aufnahme laufen, die wir gemacht haben, und gebe ein paar Filter dazu. Wenn wir herausfinden, dass Sie die Polizei einschalten, ist Ihr Mann tot.
Jeder, der sich die Nase zuhält und durch ein Taschentuch spricht, klingt so. Das ist doch kein Beweis. Ja, das ist natürlich richtig. Aber schauen Sie sich doch das mal an. Das obere ist die Stimme des Anrufers, das untere ist Ihre. Eine Übereinstimmung von fast 100%. Das ist so gut wie ein Fingerabdruck. Wissen Sie, woran ich mich erinnere, wenn ich an meinen Vater gedacht habe? Ich bin über eine Wiese geflogen. Stundenlang. Es kam mir auf jeden Fall so vor. Ich saß auf den Schultern meines Vaters und die ganze Welt zog unter mir vorbei. Und ich hatte nie Angst, herunterzufallen. Und auf einmal war er weg. Irgendwann habe ich mir sogar gewünscht, dass er tot ist. Aber er war nicht tot. Er war einfach nur weg. Wo haben Sie Schweizer versteckt? Finden Sie es raus? Sie müssen mich für ziemlich naiv halten. Erst ein guter Polizist, dann ein böser und dann nochmal alles von vorn. Das zieht bei mir nicht. Glauben Sie denn wirklich, dass Rache hilft? Mir kommen die Tränen. Das Arschloch! Schweizer hat eine 17-jährige Tochter, die was durchdreht vor Angst! Ich wette, dass man euch auf der Polizeischule beibringt, wie man jemanden so anfasst, dass es wehtut. Und trotzdem keine Spuren hinterlässt. Das passt alles nicht zusammen. Was meinst du damit? Um Schweizer in seine Gewalt zu bringen, hätte er sich einfach mit ihm verabreden können. Nach allem, was Frau Schweizer uns erzählt hat, wäre ihr Mann überall hingegangen, um mit Bert zu sprechen. Also, warum macht er sich die Mühe, ihn zu entführen? Das stimmt so nicht, Ina. Du unterschätzt den Spaß, den er daran gehabt hat. Der wollte die Angst in Schweizers Augen sehen. Guten Morgen. Morgen. Sag mal, was machst denn du hier? Ich bin eine gute Tochter und schaue nach meinem Vater. Na, ihr seht ja alle nicht so aus, als würdet ihr das glückliche Ende einer Entführung feiern. Wie bitte, was hast du gerade gesagt? Morgen, Leni. Morgen. Moment, Moment, Moment. Was hast du gesagt? Was redest du da von Entführung? Nichts. Ayo, das ist das Einzige, was ich gesagt habe. Papa, jetzt mach doch da bitte nicht so eine Riesensache draus. Was hier passiert, geht Leni nichts an. Absolut. Du hast ja vollkommen recht. Wie bitte? Ja, es war blöd von mir, deswegen. Der hat ja vollkommen recht. Ach. Glaubst du jetzt auch schon, dass ich euch aushorche oder was? Nein, ich konnte es doch gar nicht. Ich verstehe alles klar, schon gut. Weißt du was? Ich wende mich in Zukunft an die Pressestelle, falls ich noch mal das Bedürfnis haben sollte, einen von euch zu sehen. Ist allerdings sehr unwahrscheinlich. Leni! Findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Hä? Ina, du verstehst das nicht. Ach, aber du? Wer will schon seine Tochter an einen anderen Mann verlieren? Noch dazu an so einen. Tja, da muss schon einer wie du kommen, klar. Nee, aber jetzt mal im Ernst. Als Vater beschützt du deine Tochter ein ganzes Leben lang, bis der Held. Und dann kommt irgendeiner und nimmt sie dir weg? Das ist natürlich ein Problem. Naja, das ist das Problem. Wir versuchen die ganze Zeit, dem Bert Ganselmann klarzumachen, dass er verloren hat. Aber wir müssen ihm klarmachen, dass es gar nicht um ihn geht, nicht um Hans Schweizer, sondern um seinen eigenen Vater. Warum wollen Sie ihm das antun? Das haben wir heute Nacht doch oft genug besprochen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Ich spreche nicht von Hans Schweizer. Ich spreche von Ihrem Vater. Was meinen Sie, warum er die ganzen Jahre durchgehalten hat?
wusste, dass jemand auf ihn wartet. Er hat es für sie getan. Und jetzt wollen sie einfach alles so wegschmeißen. Schweizer hat genauso Schuld wie mein Vater. Darum geht's doch gar nicht. Sie gehen für das, was sie tun, ins Gefängnis. Ihr Vater muss erleben, dass er die Jahre umsonst durchgehalten hat. Dass er wieder keine Familie hat. Ich glaube, das wird er nicht überstehen. Ich weiß nicht, wo Schweizer ist. Es ist die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo Schweizer ist. Ich habe ihn nicht entführt. Was soll denn das heißen? Dass ich tausendmal darüber nachgedacht hatte, es zu tun. Auch gestern Morgen. Ich war auch wirklich dort. Aber ich habe es nicht getan. Mir ist jemand zuvorgekommen. Wer ist Ihnen zuvorgekommen? Ich weiß es nicht. Dann erzählen Sie, was Sie gesehen haben. Was fällt dir ein? Jetzt sind Sie überrascht, was? Du wagst es. Halten Sie den Mund. Von dir lasse ich mich den Mund nicht verbieten. Nicht von einem, der von Anfang an hinter meinem Geld her... Soll endlich ruhig sein! Bitte, Peggy, helfen Sie uns. Ich kann nicht verstehen, Peggy. Du hast das Gefühl, Svens Vertrauen zu missbrauchen. Aber zuerst war er es, der nicht ehrlich zu dir war. Aber warum glauben Sie Ganselmanns Sohn das alles? Weil der gestern Morgen hier war und das Haus beobachtet hat. Und er hat uns die Autonummer genannt von dem Wagen, mit dem Ihr Vater entführt wurde. Und es ist genau der Wagen, den Sven vorgestern in seiner Firma ausgeliehen hat. Und als er gestern hier weg ist, hat er gesagt, er geht zur Arbeit. Weißt du noch? Er war seit 2 Tagen nicht mehr dort. Peggy, bitte. Wochenlang bin ich hier gesessen, bei meinem Vater, am Bett. Ich musste zusehen, wie er langsam verreckt. Das wusste ich nicht. Natürlich nicht. Wieso sollten Sie auch? Sie waren ja damit beschäftigt, der ganzen Welt zu zeigen, dass Sie jetzt ein besserer Mensch sind. Und gleichzeitig sind die Menschen abgekratzt, weil sie ihr Gift geschluckt haben. Die, die nicht in so einer feinen Gegend wohnen, sondern genau da, wo man den Dreck schön unauffällig verscharen kann. Typen wie Sie denken, Sie könnten immer alles regeln. Man bezahlt und alles ist vergessen. Wenn Leute sterben, kann man es nicht einfach so rückgängig machen. Sven hat Leukämie? Ja, er glaubt, dass seine Krankheit mit dem Giftmüllskandal von damals zusammenhängt. Und er hat auch einen Grund dazu. Sein Vater ist gestorben vor 5 Jahren, auch an Leukämie. Die Fässer wurden damals am Stadtrand von Leipzig vergraben. Und ganz in der Nähe hatten Svens Eltern eine Datsche. Bitte. Dein Vater ist tot und nichts, was ich sage, macht ihn wieder lebendig. Du bist kein bisschen besser, als ich damals war. Kommen jetzt die Politikertricks, hä? Man wird angegriffen und dreht die Sache einfach um. Läuft bei mir nicht. Du betrügst dich genauso, wie ich das damals getan habe. Spielst dir den Einzelkämpfer, der seine Sachen durchzieht und niemanden braucht. Was ist mit Peggy? Peggy hat damit nichts zu tun. Du hast Peggy von Anfang an benutzt, um an mich heranzukommen. Hören Sie auf! Du kannst mich ja vielleicht zum Schweigen bringen. Nicht Peggy. Peggy liebt dich.
Peggy? Wo bist du? Ich, Bist du bei der Arbeit? Was ist denn los? Gibt es schon Neuigkeiten? Wir haben immer noch nichts von Vater gehört. Ich mache mir solche Sorgen. Sven, kannst du nicht bei mir sein? Bist du alleine? Hm? Peggy, ich kann jetzt nicht. Ich würde gerne, aber... Sven, ich muss dir was sagen. Was war das? Was meinst du? Du bist nicht allein. Die Bullen sind bei dir. Natürlich, der mit der Katzenallergie. Sven, bitte, tu Vater nichts. Ich weiß, warum du... Falle. Die wollen mich orten und du machst da mit. Sven, bitte. Wo ist Papa? Sven? Es tut mir leid. Also, sein Signal kommt von hier. Das ist mitten im Wald. Das Waldkrankenhaus. Schweizer? Sache mit Leni, das... Ah.
Müssen wir gar nicht drüber reden. Herr Schweizer? Das haben wir heute Nacht doch oft genug besprochen. Sie verschwenden Ihre Zeit. Ich spreche nicht von Hans Schweizer. Ich spreche von Ihrem Vater. Was meinen Sie, warum er die ganzen Jahre durchgehalten hat? Weil er wusste, dass jemand auf ihn wartet. Er hat es für Sie getan. Und jetzt wollen sie einfach alles so wegschmeißen. Schweizer hat genauso Schuld wie mein Vater. Darum geht's doch gar nicht. Sie gehen für das, was sie tun, ins Gefängnis. Ihr Vater muss erleben, dass er die Jahre umsonst durchgehalten hat. Dass er wieder keine Familie hat. Ich glaube, das wird er nicht überstehen. Ich weiß nicht, wo Schweizer ist. Es ist die Wahrheit. Ich habe keine Ahnung, wo Schweizer ist. Ich habe ihn nicht entführt. Was soll denn das heißen? Dass ich tausendmal darüber nachgedacht hatte, es zu tun. Auch gestern Morgen. Ich war auch wirklich dort. Aber ich habe es nicht getan. Mir ist jemand zuvorgekommen.
Wer ist Ihnen zuvor gekommen? Ich weiß es nicht. Dann erzählen Sie, was Sie gesehen haben. Was fällt dir ein? Jetzt sind Sie überrascht, was? Du wagst es. Halten Sie den Mund. Von dir lasse ich mich den Mund nicht verbieten. Nicht von einem, der von Anfang an hinter meinem Geld her... Soll endlich ruhig sein! Bitte, Peggy, helfen Sie uns. Ich kann dich verstehen, Peggy. Du hast das Gefühl, Svens Vertrauen zu missbrauchen. Aber zuerst war er es, der nicht ehrlich zu dir war. Aber warum glauben Sie Ganselmanns Sohn das alles? Ben? Es tut mir leid. Also, sein Signal kommt von hier. Das ist mitten im Wald. Das Waldkrankenhaus. Herr Schweizer? Vater nicht besonders leiden. Das ist auch seine Schuld, aber das hat nichts mit dir zu tun, dass er immer so ungerecht zu dir ist. Was tut er hier? Soweit ich verstanden habe, ist er der Freund ihrer Tochter. Sicher? Aber ich darf doch noch mal fragen, wieso er das ist. Peggy geht jeden Morgen laufen, immer die gleiche Strecke. Eines Morgens stößt er mit ihr zusammen, fällt um, verletzt sich am Knie. Und? Was wollen Sie uns damit sagen? Dann hat sie ihn mit nach Hause gebracht und hier verarztet.
Soll das heißen, Sie glauben, dass Sven etwas mit dieser Sache hier zu tun haben könnte? Du bist jetzt bei mir. Wenn Vater das wüsste, dann würde er seine Meinung über dich ändern. Und was du irgendwann mal über ihn gedacht hast, ist nicht wichtig. Wieso bist du dir da so sicher? Weil ich dich liebe. Gehst du? Nur auf Klo. Ich fühle mich nicht so gut. Wir brauchen höchstens 70 Sekunden. Sie schaffen es. Und verlangen Sie auf jeden Fall Ihren Mann an den Apparat, ja? Bereit? Hallo? Wer ist da? Kann ich mit meinem Mann sprechen? Ich habe verstanden. Keine Polizei. Wir werden uns wieder bei Ihnen melden. Was erwarten Sie von mir? Hier sitzen drei Polizisten. Und der Mann sagt, keine Polizei oder Ihr Mann ist tot. Frau Schweizer, haben Sie die Stimme erkannt? Was? Schon gut. Es macht nichts. Ich möchte gern mit Peggy allein sein. Mama. Ist schon okay, ich muss sowieso zur Arbeit. Ich rufe dich später an. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Schweizer. Gehst du? Nur auf Klo. Ich fühle mich nicht so gut. Wir brauchen höchstens 70 Sekunden. Sie schaffen es. Und verlangen Sie auf jeden Fall Ihren Mann an den Apparat, ja? Bereit? Hallo? Wer ist da? Kann ich mit meinem Mann sprechen? Ich habe verstanden. Keine Polizei. Wir werden uns wieder bei Ihnen melden. Was erwarten Sie von mir? Hier sitzen drei Polizisten. Und der Mann sagt, keine Polizei oder Ihr Mann ist tot. Frau Schweizer, haben Sie die Stimme erkannt? Was? Schon gut. Es macht nichts. Ich möchte gern mit Peggy allein sein. Mama. Ist schon okay, ich muss sowieso zur Arbeit. Ich rufe dich später an. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Schweizer. Katze, was? Ich hasse Katzen. Das Bescheuerte bei den Viechern ist, denen ist scheißegal, ob er sie mag oder nicht. Das ist ein bisschen wie bei mir und den Schweizers. Wo die Liebe hinfällt, ja? Ist zwar gegen Asthma, hilft aber auch dagegen. Soll ich damit die Katze einsprühen oder was? Danke, komm, ich krieg das schon hin. In seinem Blut waren Spuren von Digitalis. Das heißt, er nimmt ein Herzmittel. Herzmittel? Vermutlich braucht er das Mittel mehrmals täglich. Und ohne wird er bald in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Danke. Alter, warte mal, warte mal. Sag mal, hat Frau Schweizer irgendwas von dem Herzmittel erzählt? Okay, danke. Die Entführer haben sich gemeldet. Bisher nur die üblichen Drohungen. Leider war der Anruf zu kurz, um ihn zurückzuverfolgen. Eine Kopie von der Aufnahme ist unterwegs zum BKA. Was mit Frau Schweizer? Die ist inzwischen da. Und die hat nichts über Medikamente erzählt? Das ist doch merkwürdig, oder? Ich werde nochmal mit dir reden. Dann prüfe ich das Alibi von Gansemann Junior.
Glauben Sie, ich habe es absichtlich nicht gesagt. Mein Mann ist entführt worden. Da denke ich doch nicht an diese scheiß Tabletten. Wie oft muss er diese... Der ganze Mann ist seit 2 Monaten raus. Haben wir die Adresse? Ach, und du findest dein Verhalten also nicht merkwürdig, willst du mir sagen? Ja, was würden Sie dann tun, wenn Sie Ihre Freundin sehen mit so einem... Hey, Moment mal! Tut mir leid. Peggy! Mama! Sie haben Papa entführt! Es wird ihm nichts passieren. Das ist mein Kollege Grimm. Guten Tag. Guten Tag. Tag, Frau Schweizer. Hallo, Sven. Neun Jahre. Da haben Sie eine Menge Zeit. Also wir wissen das... Sie wissen gar nichts. Man hat mir meinen Mann weggenommen und meinem Kind den Vater. Frau Ganzemann, Ihr Mann ist für ein Verbrechen bestraft worden, das er begangen hat. Ja, das wurde Schweizer auch. Nur, dass der seine Strafe aus der Portokasse bezahlen konnte. Frau Ganzemann, das Gericht hat... Hat einen Sündenbock gebraucht. Herr Schweizer wurde heute Morgen entführt. Und jetzt glauben Sie, dass er bei uns im Keller sitzt. Aber das ist ja auch klar. Wer sonst hätte einen Grund, den Mann zu entführen, der der Welt so viel Gutes getan hat? Bert. Jemanden, der in sämtlichen Hilfsorganisationen der Welt Ehrenmitglied ist. Wer tut sowas? Außer meinem Vater natürlich. Bert, bitte. Sie scheinen den Schweizer gut zu kennen. Und das wundert Sie? Bert, lass uns bitte allein. Wieso? Das hier ist doch spannender als jede Vorlesung. Angewandtes Strafrecht sozusagen. Bert, bitte. Wer auch immer Schweizer entführt hat. Ich hoffe, er lässt ihn verrecken. Herr Ganzemann. Wo waren Sie heute Morgen gegen 9:30? Wie bitte? Das ist nicht Ihr Ernst. Viertes Semester Jura. Professor Klemper. Strafrechtstheorie. Raum 319. Reicht das? Sie sollten sich schämen. Wir haben ein Verbrechen aufzuklären. Wollen Sie wissen, was sich auf Bert reimt? Dein Vater haben sie weggesperrt. War eine schöne Kindheit für den Jungen. Das stimmt. Wir wissen zu tun. Er glaubt an das, was er tut. Und Ihre Mutter? Die wollte immer reich sein. Und selbstständig. Und Papa hat ihr das am Anfang auch alles geboten. Die beiden waren auf Empfängen und hatten Gäste und das ganze Theater. Im Vergleich dazu ist armen Leuten zu helfen natürlich nicht so prickelnd. Hans hat einen Fehler gemacht und er hat dafür bezahlt, aber das ist ihm nicht genug. Inwiefern? Ja, Dritte Welt. Rotes Kreuz. Politische Häftlinge. Umweltprojekte. Er hat 500 Ordner voll mit Projekten, für die er sich engagiert. 500 Ordner voll mit schlechtem Gewissen. Und die Treffen mit Bert Ganzemann nennen Sie meinetwegen Projekt 501. Lassen Sie nur, ich gehe schon. Das ist bestimmt mein Kollege. Es gibt Neuigkeiten. Ich habe das Alibi von Bert Ganzemann überprüft. Und? Die Vorlesung ist ausgefallen. Der war nicht in der Uni. Ganzemann! Wir sind diesmal nicht wegen Ihres Vaters hier. Wir haben Ihr Alibi überprüft. Sie waren halt morgen nicht in der Vorlesung. Ach. Und wie haben Sie das gemacht? DNA-Proben von allen Stühlen im Seminarraum genommen? Das war nicht nötig. Die Vorlesung ist ausgefallen. Stimmt. Ich erinnere mich. Dann erinnern Sie sich ja bestimmt auch, wo Sie heute Morgen waren. Ich glaube nicht. Also wir können Sie auch mit aufs Revier nehmen. Ohne Haftbefehl werden Sie mich nirgends mitnehmen.
Sie können das gerne in Paragraph 112 der Strafprozessordnung nachlesen. Es sei denn, es ist Gefahr im Verzug. Das ist übrigens in Paragraph 127 Absatz 2 der Strafprozessordnung geregelt. Sollten Sie mal nachlesen. Ich lasse jetzt mal die Aufnahme laufen, die wir gemacht haben, und gebe ein paar Filter dazu. Jeder, der sich die Nase zuhält und durch ein Taschentuch spricht, klingt so. Das ist doch kein Beweis. Ja, das ist natürlich richtig. Aber schauen Sie sich doch das mal an. Das obere ist die Stimme des Anrufers, das untere ist Ihre. Eine Übereinstimmung von fast 100%. Das ist so gut wie ein Fingerabdruck. Wissen Sie, woran ich mich erinnere, wenn ich an meinen Vater gedacht habe? Ich möchte gerne mit Peggy allein sein. Mama. Ist schon okay, ich muss sowieso zur Arbeit. Ich rufe dich später an. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Frau Schweitzer. Die Katze, was? Ich hasse Katzen. Bescheuerte bei den Viechern ist dir scheißegal, ob er sie mag oder nicht. Das ist ein bisschen wie bei mir und den Schweizers. Wo die Liebe hinfällt, ja? Ist zwar gegen Asthma, hilft aber auch dagegen. Soll ich damit die Katze einsprühen oder was? Danke, komm, ich krieg das schon hin. In seinem Blut waren Spuren von Digitalis. Das heißt, er nimmt ein Herzmittel. Herzmittel? Vermutlich braucht er das Mittel mehrmals täglich. Und ohne wird er bald in ernsthafte Schwierigkeiten kommen. Danke. Aber warte mal. Sag mal, hat Frau Schweizer irgendwas von dem Herzmittel erzählt? Okay, danke. Die Entführer haben sich gemeldet. Bisher nur die üblichen Drohungen. Leider war der Anruf zu kurz, um ihn zurückzuverfolgen. Eine Kopie von der Aufnahme ist unterwegs zum BKA. Was mit Frau Schweizer? Die ist inzwischen da. Und die hat nichts über Medikamente erzählt? Das ist doch merkwürdig, oder? Ich werde nochmal mit ihr reden. Dann prüfe ich das Alibi von Gasselmann Jünger. Glauben Sie, ich habe es absichtlich nicht gesagt. Mein Mann ist entführt worden. Da denke ich doch nicht an diese scheiß Tabletten. Wie oft muss er dieses Medikament nehmen? Nach 12 Stunden bekommt er Probleme. Gesundheit. Tut mir leid, ist wegen der Katze. Das ist es. Die Taschentücher. Wieso bin ich da nicht früher drauf gekommen? Man kann sie gar nicht sehen. Was? Der Entführer hat genau hier gestanden, als du die Treppe runtergekommen bist, richtig? Was hat er dann gemacht? Ja, hat das Messer an Vaters Hals gehalten und mich dann in den Keller geschickt. Muss das sein? Hajo, komm mal bitte her. Schau dir das mal aus dieser Perspektive an. Ah, ich verstehe, was du meinst. Der Entführer konnte die Tür gar nicht sehen. Was heißt das? Die Taschentücher. Sie haben mir die Taschentücher gegeben, ohne hinzusehen, weil sie wussten, dass sie dort sind. Und genauso wusste der Entführer, dass da eine Tür ist. Das heißt, der Entführer war schon mal hier. Macht es Ihnen Spaß, zuzuschauen, wie ich verrecke? Seit wann hast du schon Angst vor Katzen? Ich hab eine Katzenallergie, du Vogel. Jan! Sie von mir. Oh,
Sag mal, stimmt was nicht? Nee, wieso? Du hast kein Wort geredet, seitdem wir losgefahren sind. Ich weiß nicht, der Name, irgendwie... Schweizer. Es gab einen Politiker, das ist ungefähr so 10 Jahre her. Der war in einen Giftmüllskandal verwickelt. Und ich glaube, der hieß Hans Schweizer. Also weißt du, dein Gedächtnis in allen Ehren, aber 10 Jahren, das ist eine lange Zeit. Nach allem, was die Tochter über ihren Vater erzählt hat, klingt er nicht nach jemandem, der Giftmüll verbuddelt, oder? Ich weiß, aber... Entschuldige, Augenblick. Ja, Maybach? Oh, hallo. Nein, nein, überhaupt nicht. Ja, natürlich, das weißt du doch. Ja, genau. Nein, wie kommst du denn darauf? Das ist doch Blödsinn. Sag mal eh den schönen Gruß, wenn wir. Und Hupe, wenn er fertig sei. Why can't this crazy love be more? Ich weiß nicht. Irgendwas stimmt hier nicht. Naja, ich dachte, du kommst kurz vorbei und legst mir deine Handschellen an. Das wird halt wohl nichts mehr. Böse Buben? Ja. Entführung vermutlich. Mhm. Wer denn? Ach, komm, Lene, du weißt ganz genau, dass ich darüber nicht reden darf. Du bist ja wie Papa. Ich rufe dich doch nicht als Reporterin an, sondern als deine Frau. Soll das ein Antrag sein? Blöd, Mann. Also gut, es geht um einen gewissen Hans Schweizer, war wohl mal Politiker, glaubt Hajo zumindest. Der Müllskandal Schweizer. Hör mal, wir wissen das noch nicht so genau und ich möchte dich wirklich bitten, das vertraulich. Irgendwas stimmt hier nicht. Naja, ich dachte, du kommst kurz vorbei und legst mir deine Handschellen an. Und das wird halt wohl nichts mehr. Böse Buben? Ja. Entführung vermutlich. Mhm. Wer denn? Ach, komm, Lene, du weißt ganz genau, dass ich darüber nicht reden darf. Du bist ja wie Papa. Ich rufe dich doch nicht als Reporterin an, sondern als deine Frau. Soll das ein Antrag sein? Blöd, Mann. Also gut, es geht um einen gewissen Hans Schweizer, war wohl mal Politiker, glaubt Hajo zumindest. Mhm. Der Müllskandal Schweizer. Hör mal, wir wissen das noch nicht so genau und ich möchte dich wirklich bitten, das vertraulich zu behandeln. Ist das klar? Hey, du wirst es schon nicht in der Zeitung lesen, okay? Ja. Danke, tschüss. Tschüss, mach's gut. Bin soweit. Stellen Sie sich mal bitte hier hin. Okay, der Kerl hat Ihren Vater wahrscheinlich so gepackt. Und der wollte dann wieder zurück zur Tür. Kann ich Sie noch was fragen? Müssen wir uns siezen? Nee, müssen wir nicht. Schau nicht hin, ich glaube, wir werden beobachtet. Bleib einfach hier in der Tür stehen und tu es, als ob du mit mir redest. Sag irgendwelche Zahlen, irgendwas. Mach kleine Pausen. Polizei, keine Bewegung. Hey, was soll denn das? Ganz ruhig. Mann, was willst du von mir? Hey, pst. Frau Schweizer? Schön, dass Sie noch gekommen sind. Das tut mir leid. Ach, das muss Ihnen nicht leid tun. Sie haben Glück. Ich bin ja noch da. Also, Frau Schweizer, mein Name ist Zimmermann. Ich bin von der Kriminalpolizei. Es geht um Ihren Mann. Er wurde wahrscheinlich entführt. Hans? Und Peggy? Der geht es gut. Machen Sie sich keine Sorgen. Mein Kollege ist bei ihr.